Ein rätselhafter Tod erschüttert die Republik. Bonn 1992, das Vorzeigepaar der Grünen, erschossen. Petra Kelly wollte leben. Der Tod der beiden völlig unerwartet. Es war unbegreiflich, es war ein Schock, es war eine tiefe Trauer, es war ein tiefes Unverständnis. War es Selbstmord oder Mord? Er war wohl der Auffassung, dass sie ohne fremde Hilfe, ohne seine Hilfe vor allem nicht würde weiter existieren können. Viele Widersprüche und offene Fragen bis heute. Und die Erklärung, die sehr schnell kursierte, war, das müssen irgendwelche von draußen gewesen sein, also Geheimdienste. Wie starben Petra Kelly und Gerd Bastian? Mithilfe moderner Analysemethoden rollen der Profiler Michael Bauermann und die Historikerin Jennifer Schewardo den Fall neu auf. Sie wollen aufklären, was damals wirklich geschah. Seit über 20 Jahren ranken sich Gerüchte um den Tod von Petra Kelly und Gerd Bastian. Vermutungen, Verdächtigungen und Verschwörungstheorien. Der Fall wurde schnell geschlossen, viele Fragen blieben unbeantwortet. Vielleicht bringt eine neue Rekonstruktion Licht in das Dunkel. Jennifer Schivado hat Material über Petra Kellys politische Karriere zusammengestellt. Finden sich dort erste Hinweise? Im März 1983 ziehen die Grünen zum ersten Mal in den Bundestag ein. An ihrer Spitze Petra Kelly. Die 39-Jährige gehört zu den Gründungsmitgliedern der Partei. Sie ist für ihre kompromisslose Art bekannt. Das hier ist die Angstbewegung, die hier auf dieser Regierungsbank sitzen und uns Angst machen. Gerd Bastian ist ein ehemaliger Bundeswehrgeneral, der sich der Friedensbewegung angeschlossen hat. Die beiden sind politisch und privat ein Paar. Bis zu ihrem plötzlichen Tod.